2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, 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 hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, die zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein guter, buntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. 2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalala, die zu uns ein. Hast du sowas schon mal gesehen, Tommy? Ja, das ist ein Bild vom allerstärksten Mann auf der Welt. Was mag wohl dahinter sein? Annika, hier ist ein wunderschönes Karussell. Komm mal schnell raus, Tommy. Tommy, ich möchte mir die lustige Bude ansehen. Du, die hat ja nur ein Auge. Ich möchte mal wissen, warum die Leute sich sowas ansehen. Komisches Ding. Es sieht aus wie ein großes Bett. Ja, aber wer soll denn da drin schlafen? Der kleine Onkel. Was für ein Onkel? Na, kennst du den kleinen Onkel nicht? Das Pferd von Pippi. Ach so. So hoch kann ich in meinem Bett nicht springen. Komm mit, das erzählen wir Pippi. Pippi. Guten Tag, meine lieben Kinderchen. Tante, kannst du uns sagen, wo Pippi ist? Die kleine Pippi, die ist vor einer Stunde zum Mond geflogen. Ja, und ob ihr es glaubt oder nicht, im Februar kommt sie zurück, um die Wäsche zu waschen, bevor es donnert. Du, ich glaube, bei der ist eine Schraube locker. Vielleicht ist Pippi drin. Putzt euch die Nase, meine lieben Kinderchen. Kleine Kinder sollen sich jede Viertelstunde die Nase putzen, ob sie läuft oder nicht. Vergesst es ja nicht. Und sagt es auch meiner kleinen Pippi, wenn sie vom Mond zurückkommt. Denn bloß hingegangen sein? Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass sie zum Mond geflogen ist. Ich auch nicht. Die komische Tante hat bestimmt geflunkert. Frau Tante, sag uns doch endlich, wo Pippi ist. Hört mal, meine Kleinen, habt ihr euch heute schon die Zähne geputzt, die Füße gewaschen und die Ohren gebürstet? Sauberkeit ist das halbe Leben. Ja, das weiß ich. Aber wo ist Pippi? Der kleine Onkel ist doch da. Sie kann nicht weg sein. Ja, das Pferdchen ist da. Bis jetzt noch. Was heißt denn bis jetzt noch? Soll das etwa auch weg? Es wird verwurstet. Oh, nein. Pui, Tante. Du hast uns aber erschreckt, Pippi. War ich nicht deine richtige Tante, wie sie im Buch steht? Aber die lassen wir jetzt zum Mond fliegen. Juhu! Sie hat uns genug geärgert. Dumme alte Tante, dumme alte Tante, dumme alte Tante.
Mann ist so stark, der kann eine ganze Stadt hochheben, wenn er will. Ja, und dann sind da Männer, die auf einem großen Bett rumhopsen. Das verstehe ich nicht. Steht da ein Bett auf dem Platz? Ja, und da springen Männer drauf rum. Sowas habe ich noch nie gesehen. So machen die das. Nur noch viel höher. Auf dem Rummelplatz ist auch eine Schlangenbeschwörerin. Die hat eine böse, widerliche Schlange. Mir wird ganz schlecht, wenn ich daran denke. Dann denk doch einfach nicht dran. Oh, seine süße, niedliche Schlange. Wart mal ab, wenn du vor einer richtigen Schlange stehst, dann findest du sie nicht mehr so niedlich. Dann wird dir vielleicht auch schlecht. Ganz bestimmt nicht. Wir können es ja mal ausprobieren. Wo ist denn mein Geld? Wo ist denn mein Geld? Wo ist denn mein Geld? Tommy, Annika, helft mir suchen. Ich hab's gefunden. Es ist schon was los auf unserem Rummel. Kann man wohl sagen. Guten Tag. Du Klang. Hm, ja. Am liebsten würde ich auf dem Ding ein paar Runden drehen. Ja, klinge ich auch. Moment mal, ich habe da eine prächtige Idee. Guten Tag. Guten Tag. Ach, entschuldigen Sie bitte. Sind Sie vielleicht der Rummelplatzdirektor? Ja, der bin ich. Wir müssen nämlich unbedingt die Sicherheitsvorkehrungen überprüfen, damit hier kein Unglück passiert. Tja, ist das so notwendig? Ja, unbedingt. Und wir dachten, es wäre am besten, wenn wir da drüben beginnen. Bei dem Ding, das sich so dreht. Na ja, wenn es unbedingt nötig ist, dann überprüfen Sie es. Vielen Dank, Herr Direktor. Bälle haben wir nicht. Nimm erst mal 6. Nachher kriegst du die anderen. Danke. Oh!
habe ich aber einen schlechten Tag erwischt. Ich treffe auch nicht. Das ist ja auch kein Kinderspiel, meine Kleinen. Passt auf, ich werde euch das mal zeigen. Ein Gewehr bitte. Das Gewehr schießt um die Ecke, damit kann man doch nichts treffen. Haben Sie denn kein Gewehr mit einem Geradenlauf? Ja, ja, immer ist das Gewehr schon. Hör mal, der Onkel braucht eben ein Gewehr, das von allein schießt. Hier hast du ein paar Goldstücke. Vergessen, dass sie dich mal ins Kinderheim stecken wollen. Pippi, komm mal her! Sieh doch mal, so ein schönes Hundchen. Dem wünsche ich mir. Du, gib uns bitte mal ein paar Bälle. Hier schmeißen muss, damit man so einen Hund bekommt. In einem Ball den ganzen Stapel ab, Ronne. In Ordnung, so mach ich's. Toll, Pippi. Hier hast du den Hund. Geben Sie mir 3 Bälle. Augenblick, bitte. Hier hast du dein Hündchen. Oh, danke, Pippi. Meine verehrten Damen und Herrschaft, pünktlich 3.30 Uhr tritt Fräulein Paula auf. In ihrer unnachahmlichen Vorführung spielt sie todesmutig mit den Riesenschlangen, als wären es Stofftiere. Aber vorher, allerwertestes Publikum, um 3.15 Uhr fordert August der Stärke die anwesenden Herren zu einer Kraftprobe heraus. Ich verpflichte mich, eine hohe Geldsumme demjenigen zu zahlen, der es wagt, die Herausforderung anzunehmen und August den Stärken. Um Sie, geehrte Damen und Herren, eine Weltsensation erwartet Sie um 3.15 Uhr. Also zur Kasse. Schnell zur Kasse, meine Herrschaften. Kommen Sie zur Kasse. Ui, ist der Stimme, was er für Muskeln hat. Wie du es auch keiner. Ach, nur das ist ja schwer, als ich dachte. Annika, hilf mir mal. Versuch's mit dem Ding, das ist leichter.
Papa, ich werde jetzt mit dem Karussell fahren, das ist nicht so gefährlich. Das ist aber lausig langsam. Da werde ich ein bisschen nachhelfen. Herrlich! Immer schneller! Das ist ja noch viel schlimmer als das alles. Hier ist sie wieder ganz umrissig. Ja, sie auch endlich los. Oh, mein Kopf und mein Arm. Hilfe! Hilfe, was ist denn los? Der ist passiert. Mein Arm, das ist in der Unglück. Ja! Hey, ihr, nun schlägt's aber 13. Ihr solltet nüchtern sein, wenn ihr Karussell fahrt. Los, geht nach Hause. Lebenden Menschen ist es gelungen, ihn zu besiegen. Aber Sie haben jetzt die Möglichkeit. Dazu kommen Sie herauf und nutzen Sie Ihre Chance durch einen kurzen Augenblick der Anstrengung, als ein reicher Mann den Rummelplatz zu verlassen. Na, wer ist denn so mutig und wagt es als Erster? Kommen Sie herauf, herauf, meine Herren, und kämpfen Sie mit dem starken August um diesen Geldschein, wer wagt, gewinnt. Kommen Sie, meine Herren, kommen Sie. Herren, sagt er, ich möchte wissen, warum er nicht kommen Sie, meine Damen, sagt. Gibt es denn hier wirklich keinen mutigen Mann, der es einmal versucht? Ja, hier haben wir einen. Ausgezeichnet. Bitte treten Sie näher. Die Jacke werden wir vielleicht besser ausziehen. Und nun viel Glück. Möge der Bessere gewinnen. Sie haben es alle gesehen. Er ist nicht besiegt. Dann wollen wir das Jäckchen mal wieder anziehen. So. Auf alle Fälle war es ein guter Versuch. Ich danke Ihnen. Sie haben sich tapfer geschlagen. Das war ein gutes Beispiel. Noch nie ist es einem lebenden Menschen gelungen, August den Starken zu besiegen. Na, dann wird es höchste Zeit, dass es einer tut. Pippi, sei bloß vorsichtig, er ist doch der allerstärkste Mann auf der Welt. Das macht nichts, denn die allerstärkste Pippi auf der Welt bin ich. Pippi! Gibt es hier noch jemanden, der es versuchen möchte, den stärksten Mann der Welt auf den Rücken zu legen? Kommen Sie, meine Herren, bitte kommen Sie herauf und gewinnen Sie diesen großen Geldschein. Was willst du denn hier? Geh schnell nach Hause und verschwinde schon, Huschuchs. Na, du Muskelmann, wollen wir beide mal ein bisschen kämpfen? Ich tu dir bestimmt nicht weh. Hast du etwa Angst vor mir? Du sollst dir verschwinden, hab ich gesagt. Und wenn du nicht willst, dann fang ich eben an. Ah!
Bibi, wirf ihn doch auf den Rücken. Mach mal schön, starke Autos. Ist August, wirf sie vom Podium! Na los, du hörst doch, was der Direktor sagt! Wirf mich vom Podium! Krieg dir nur keine Verzierungen ab! Na los doch, du bist doch der stärkste Mann auf der Welt! Ja, gut so, Pippi! Leg ihn auf den Rücken! Soll ich dir mal zeigen, wie man sowas macht? Pass auf! Nehmen Sie Ihre Belohnung in Empfang. Ich gratuliere. Hier, nimm du das Geld und kauf dir dafür Traubenzucker. Du kannst es brauchen. Du, sag mal, steht da nicht Blumen? Ja, na, jetzt haben wir ihn. Donner Carlsson kann dann auch nicht weit sein, das wirst du sehen. Endlich haben wir dich. Und jetzt wirst du uns erzählen, wo Donner Carlsson steckt. Oh, entschuldigen Sie, ein Irrtum, das ist mir peinlich. Aber die Leute stehen immer so in der Gegend herum und verbergen ihre Gesichter. Da kann einem so etwas schon mal passieren. Klang? Meine Herrschaften, verehrtes Publikum! Darf ich Ihnen Fräulein Paula vorstellen? Unsere Paula, das mutigste Fräulein der Welt, zusammen mit ihrer furchterregenden Riesenschlange. Bedenken Sie, meine Damen und Herren, dass eine ausgewachsene Boa Constrictor einen Ochsen und natürlich auch jeden Menschen durch ihre Umklammerung töten kann. Und nun, meine Damen und Herren, erleben Sie, wie Fräulein Paula ihren todesmutigen Tanz mit ihrer Schlange vorführt. Sie ist 4,12 Meter lang und ganze 70 Jahre alt. Ich meine die Schlange, nicht Fräulein Paula. Aber verlieren wir keine Zeit mehr. Viel Vergnügen mit Fräulein Paula! Schlangen mag ich sehr gern. Wundern, wenn da noch eine Schlange im Korb ist.
so ein hübsches Tierchen. So eine schöne, brave Schlange. Pack sie wieder in den Korb, sonst beißt sie dich. Fräulein Paula, sehen Sie doch nur das Mädchen da und die Riesenschlange. Das ist ja lebensgefährlich. So, jetzt gehst du wieder in die Haie. Fräulein Paula! Warum schreist du denn so furchtbar? Ich hab doch nur ein bisschen mit der Kleinen gespielt. Mit der Kleinen? Gespielt? Du bist wohl verrückt geworden. So eine Riesenschlange kann dich doch glatt umbringen. So ein alter Trottel. Was versteht der schon von Schlangen? Tu die Schlange weg! Du sollst die Schlange wegtun! Zweimal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, 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 hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die